Da bin ich wieder und heute zum Jahresende habe ich für euch süße kleine Glücksschweinchen vorbereitet aus Quarkölteig. Die kann man dann auch ganz herrlich verschenken am nächsten Morgen oder zum Frühstücken nehmen. Und wie die gehen, zeige ich euch jetzt gleich schon an. Und zwar braucht ihr dafür einmal 150 Gramm Quark, 75 Gramm Zucker, 300 Gramm Mehl, 6 Esslöffel Milch, 6 Esslöffel Öl. Das sollte neutrales Öl sein, also geschmacksarmes. Ich nehme am liebsten Sonnenblumenöl, ihr könnt aber Rapsöl oder was auch immer nehmen, Hauptsache ohne Geschmack. Ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, eine Prise Salz. Und für die Augen von unseren kleinen Glücksschweinchen brauchen wir Rosinen. Und dann geht es auch schon los. Ich schiebe das einmal zur Seite ganz kurz. So, Salz mache ich einfach mal hier bei dem Mehl mit rein. Und das Päckchen Backpulver genauso. Dann, und ihr seht, ihr braucht noch nicht mal einen Handmixer dafür, weil das ist so einfach. Den Quark, damit es nicht zu gehaltvoll wird, geht auch sehr gut Magerquark. Und mit den ganzen anderen Zutaten gerade verrühren, sprich, da kommt Zucker rein, da kommt der Vanillezucker rein. Die Milch und Öl. Und dann könnt ihr das mit einem Löffel oder mit einem Schneebesen verrühren, je nachdem, wie ihr möchtet. Aber das geht genauso auch so. Braucht man keine Handmaschine dafür und auch keinen Mixer. So. Mehl, Backpulver und Salz haben wir schon vermischt. Das vermenge ich gerade noch mal so ein bisschen. Das wird dann einfach dazugegeben. Kurz unterrühren und dann verkneten und dann geht es weiter. Also ich rühre das jetzt einmal unter. Und dann einmal kräftig mit den Händen durchkneten. So, ihr seht, das geht ganz einfach, ganz schnell. Ist auch mal schnell gemacht für einen Osterzopf, den zeige ich euch auch mal. Oder Osterhasen, könnt ihr ausmachen, was ihr wollt. Das, wie gesagt, ist der süße Krummteig. Ich zeige euch auch irgendwann mal den herzhaften. Und was man aus dem Herzhaften Schönes machen kann. So, da ist auch schon der Teig. Und den einmal nochmal so durchkneten. Der muss nicht ruhen, der muss nicht kalt stehen. So, dann mache ich mir da eine Rolle von. Und mache mir... Ihr könnt das einteilen, ihr könnt das aber auch einfach so abziehen. Kugeln. Die drücke ich. Oh, Moment. So, die drückt man so ein bisschen glatt. Dann kommt eine kleinere Kugel drauf. Müsst ihr ausprobieren, wie groß die sein soll. Das seht ihr dann aber rein vom Gefühl her. Das wird dann, das ist ein bisschen zu viel, ich sehe das schon. Das wird jetzt unsere Schnauze von dem Schweinchen. Dann brauchen wir nochmal eine Kugel. Und zwar wird die dann sozusagen halbiert in zwei Kugeln. Jetzt muss man auch gucken, wie groß das ungefähr sein muss. Schaue ich einfach mal. Ja, so.
Und das wären die Ohren. Also entweder macht ihr da, zieht ihr euch das jetzt so, wie ihr möchtet. Oder ihr macht quasi eine Kugel, macht die flach und schneidet die in der Mitte durch und nimmt dann jeweils eine Hälfte. Aber so geht es auch. Also gerade wie so eine Kugel machen, ein bisschen flach drücken, ein bisschen zurechtziehen und dann kommt das da so drauf. So, die Augen sind Rosinen bei uns. Und dann, ups, gerade so ein bisschen reindrücken. Ich mache mal das Ganze ein bisschen flacher. Und für die Nasenlöcher von dem Schweinchen müsst ihr einfach einen Löffelstiel nehmen und so ein bisschen Löcher reinbohren. Ihr könnt aber auch von einem Schaschlikspieß die Rückseite nehmen. Mein Löffel ist hier so ein bisschen zu groß. Ne? So. Dann das Ganze jetzt noch, wenn ihr es ein bisschen glänzend haben wollt, ein bisschen bestreichen. Dazu ein Eigelb und Milch verrühren, das Schweinchen bestreichen. Und dann wird es bei 175 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen circa 20 Minuten gebacken. So, das sind also die Glücksschweinchen. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Und vielleicht habt ihr ja noch morgen die Zeit, das nachzumachen oder am Neujahrstag. Und ja, wünsche euch schon mal einen guten Rutsch, kommt gut rein, feiert schön, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.